Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sich stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Moment, was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Jody, was hast du getan? Das Experiment. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut?
Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ja, und somit herzlich willkommen zu Beyond Two Souls. Ein Spiel von den gleichen Herstellern wie Detroit Become Human. Daher kann es eigentlich nur gut sein. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ja, alles gut. Trotzdem schaue ich mich hier gerne um. Wir sind hier also eben. Da geht's nicht lang, Jody. Irgendwo, aber nicht zu Hause. Ja, du bist müde, Jody, aber wir müssen wirklich gehen. Ja. Okay. Ist ja gut. Mit. Das Spiel ist für die PlayStation eigentlich konzipiert. Genau gleich wie Detroit Become Human. Daher kann es sein, dass die Steuerung manchmal etwas komisch ist. Oder ich was Falsches drücke. Gehen wir mal mit. Okay, Nathan wartet auf uns. Mhm. Ah, verdammt. Ich hab nicht Hi, Cole. So hey, Al. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Stunden fertig. Ja, und er ist Jody, fast fertig. Ich bin hier. Besser später als nie, was? Du bist unmöglich. Ich warte auf dich, Kleine. Na, ich komm ja schon. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Danke. Am Wochenende soll es regnen. Wir sind da. Es ist ja regnet es viel. Kann man wohl sagen. Aber es war nie wirklich kalt dabei. Man kann nicht jede Tür anschauen. Wäre zu viel des Guten. Los jetzt, Jody! Lass mich doch etwas umschauen. A130. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. Security. Ich warte auf dich, Kleine. Alles gut, ich komme ja. Gibt hier nichts mehr zum Anschauen. Hey Jody, na wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Sieht mir nach einem Experiment aus. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay?
Hey Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Kann ich jetzt nicht zocken. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Wow. Puls der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Ein Nein! Hey, was war das? Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Also, was kann man hier machen? Ich muss mich ja erstmal mit Aiden. Aiden, lass ihn in Ruhe! Etwas vertraut machen. Hey, Greg! Alles klar? Ja. Ich bin okay. Okay, das ist Caitlin. Wir müssen jetzt die gleiche Karte ziehen, die sie hat. Ein Stern. Nächste Karte. Okay. Lustigerweise ist hier draußen niemand mehr. Das Quadrat. Nächste Karte. Irgendwie komme ich mir jetzt schon doof vor, das zu machen. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Sorry. Wie gesagt, die Störung ist etwas doof. Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Nee, bitte nicht. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Einen Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen, gegen zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Siehst du? Geht ja gar nicht. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Jody, da stimmt was nicht. Sie ist in Gefahr. Ihr müsst sie da rausholen. Da ist jemand im Raum.
Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Das Gefühl von Macht. Sie und andere Prozessor, 4% der anderen Spieler haben diesen Weg genommen. Chaos angerichtet 34%, Caitlyn gewürgt 25%. Ja, es tut mir leid, die Macht hat mich geleitet. Ich würde sagen, das war's für die erste Folge von Beyond Two Souls. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes. Your fragile mind. Cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain. But I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Let your smile fade away. Mm-hmm. I remember when we used to live.